Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Das mit Spannung erwartete UFC Fight Island Aufeinandertreffen zwischen Khamzat Chimaev und Leon Edwards fällt nun offiziell aus, durch gewisse Nachrichten von Quellen, die durchgekommen sind, die sehr nah in der Situation stehen. Und der erste Bericht kam von Frontkick Online, einer schwedischen MMA-Webseite. Der Kampf, bei dem der ungeschlagene Chimaev den härtesten Test seiner jungen UFC-Karriere gegen den Top-3-Anwärter Edwards hätte bestreiten müssen, wird also nicht mehr bei der Veranstaltung stattfinden. Die UFC sucht nun nach einem alternativen Matchup, um die Veranstaltung am 20. Januar auf Yas Island in Abu Dhabi anzuführen. Chimaev kam 2020 mit einem Paukenschlag in die UFC, ist reingebrettert und erzielte 3 schnelle Finishes, um seine Zeit im Oktagon auf spektakuläre Weise zu beginnen und sich als einen der Aushängeschilder der UFC zu vermarkten. Er bezwang Mittelgewichtler John Phillips in der 2. Runde und daraufhin 10 Tage später besiegte er Rice McGee per TKO, welcher im Weltergewicht kämpfte. Dann machte er sich auf den Weg in die Vereinigten Staaten in Las Vegas und zerlegte den Mittelgewichtler Jared Mershot mit einem einzigen 17 Sekunden Knockout. Alle 3 Siege brachten ihm einen Performance of the Night Bonus von jeweils $50.000 ein. Und die UFC wollte ihn schnell zu einem der Top-Männern in der UFC Weltergewichtsdivision machen und ihn letztendlich auch voranbringen und somit gegen den Top 3 in der Weltergewichtsrangliste antreten lassen. Schließlich wurde er mit dem Top-Anwärter Edwards zusammengebracht, der aufgrund der Covid-19-Pandemie Anfang des Jahres große Kämpfe, wie zum Beispiel gegen Tyron Woodley, verpasst hatte. Daraufhin sollten diese beiden ja ursprünglich am 19. Dezember gegeneinander antreten, aber ein positiver Covid-Test bei Leon Edwards bedeutete, dass der Kampf auf den 20. Januar verschoben werden sollte. Diesmal war es aber dann nur der Fall, Leon Edwards hat sehr, sehr viel Gewicht verloren und ich dachte eventuell, dass Leon Edwards sogar vielleicht den Kampf absagen würde, aber nun ist es durch Khamzat Chimaev der Fall. Der Kampf wird also nun zum zweiten Mal verschoben, da Chimaev und Edwards offiziell von der Fightcard für den 20. Januar gestrichen wurden und der Grund soll auf der Seite von Khamzat Chimaev liegen. Das heißt, Khamzat Chimaev soll der Grund dafür sein, dass der Kampf letztendlich ausfällt. Wieso, ist ungewiss, ich weiß es nicht, ich kann es mir auch nicht erklären. Meiner Meinung nach, durch seine ganzen Instagram-Stories und so weiter und so fort, durch seine Trainingseinblicke, sah Khamzat Chimaev ja sehr fit aus. Vielleicht ist ein familiärer Fall passiert, vielleicht ist irgendwas Privates passiert, man weiß es nicht. Vielleicht hat er andere Probleme oder ist mental nicht ganz bei der Sache. Ich kann es mir nicht erklären, ich hätte den Kampf gerne gesehen. Und ganz ehrlich, der Kampf sollte meiner Meinung nach gar nicht mehr stattfinden. Leon Edwards soll einen anderen Gegner bekommen und Khamzat Chimaev soll einen anderen Gegner bekommen. Ich will dieses Aufschieben dieses Kampfes nicht die ganze Zeit sehen, weil Khamzat Chimaev öfter kämpfen soll, als dass er nun die ganze Zeit auf Leon Edwards wartet. Ist meine Meinung. Ich würde ihn sehr, sehr gerne wieder im Oktagon sehen. Aber lasst mich doch mal eure Meinung zu der Einmeldung gerne in den Kommentaren hören. Und lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten, Leute, bin ich raus. Wir hören uns später. Bis zum nächsten Mal. Euer NoTime MMA.